spüren großen Hunger und eine große Gier und alle freuen sich, dass es wieder losgeht. Und jetzt ist natürlich die Vorsaison eine andere, wie es vor einem Jahr war. Die Ansprüche sind höher, die Erwartungen sind höher. Ich denke, wir sind mittlerweile ein richtiger Traditionsverein, haben eine tolle Fanszene, tolle Fankultur und darauf kann man schon stolz sein. Und ja, Mönchengladbach ist natürlich eine Mannschaft, auch mit sehr viel Ambition, konnte man ja überall hören und lesen und wollen sich verbessern, haben sich auch super verstärkt. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich dahin fahren und so wie in der vergangenen Saison nach Möglichkeit 3 Punkte mitnehmen. Die Spieler wollten natürlich unbedingt, ne, gerade Lars gestern auch noch, der wollte unbedingt auf den Trainingsplatz und hat gesagt, der brennt natürlich und hat gesagt, er will schauen, dass er den Schmerz toleriert. Aber ich habe mich mit der medizinischen Abteilung da umgehend abgesprochen, dass das Risiko einfach zu groß ist, dass wenn er da nochmal einen dagegen kriegt, dass er dann vielleicht halt länger ausfällt. Und das Risiko wollen wir nicht eingehen.